Hallo zu Kapitel 2 von Glitzerkatze und Stinkmaus. Wie Pellegrine für Odoretta ein Geschenk besorgte. Alte Schollen mit viel warmem Heu drin sind nicht schlecht. Draußen kann es noch so kalt sein, in der Scheune kriegt man davon nichts mit. Höchstens vielleicht ein bisschen Wind, der durch die Bretterwände pustet und pfeift. Aber das war's dann auch schon. Pellegrine und Odoretta wohnten nun schon seit 3 Wochen in der Scheune am Stadtrand. Eines Morgens sagte Odoretta, ich besorge uns jetzt was zu essen. Gut, sagte Pellegrine und Odoretta schlüpfte aus der Scheunentür. Gute Freunde sorgen für einen, sonst können sie einen im Buckel runterrutschen, dachte Pellegrine. Und weil Odoretta so eine gute Freundin war, wollte sie ihr etwas schenken. Etwas Nettes. Das war schwierig. Glitzerkatzen können nicht einfach irgendwo einkaufen gehen. Für die gibt es keine Supermärkte und keine Geschäfte. Für Katzen gibt es nur Mülltonnen. Und Mülltonnen, dachte Pellegrine, die gibt's in der Stadt. Der Himmel war grau, als sie sich auf den Weg in die Stadt machte. Pellegrine freute sich. Wenn der Himmel grau war, konnte die Sonne nicht scheinen. Wenn die Sonne nicht schien, konnte nichts glitzern. Und wenn nichts glitzerte, dann hatte Pellegrine die beste Laune. In der Stadt liefen überall Menschen herum, aber niemand beachtete Pellegrine. Das wäre anders gewesen, wenn sie geglitzert hätte. Deswegen war sie ganz, ganz ausnahmsweise froh, dass sie aussah wie eine stinknormale Hauskatze. Sonst war Pellegrine überhaupt nicht froh, dass sie nicht glitzern konnte. Manchmal lag sie abends im Heu und heulte ein bisschen deswegen. Dann sagte Odoretta immer, heul doch nicht, ich hab dich trotzdem gern. Naja. Pellegrine lief ein bisschen hin und her, guckte mal in diese Straße und mal in jene. Nur in die Straße, in der Herr Fischer wohnte, ging sie nicht. Den Mistkerl wollte sie nicht sehen. Schließlich hatte der sie bei Wind und Wetter rausgeschmissen. An einer Straßenecke blieb Pellegrine stehen. Sie hob ihre Nase in die Luft und schnupperte. Da! Aus der Straße wehte, daran gab es keinen Zweifel, der bezaubernde Duft von frischem Müll. Pellegrine fand den Duft wirklich bezaubernd. Sie war ja jetzt viel Schlimmeres gewohnt. Zum Beispiel hatte Odoretta gestern nach Abflussreiniger gestunken. Den ganzen Tag und immerhin war Sonntag gewesen. Ganz am Ende der Straße stand die Mülltonne, aus der der Gestank kam. Es war kein Deckel drauf. Als Pellegrine näher gekommen war, da sah sie, dass oben aus der Mülltonne ein alter Schuh rausragte. Er war knallrot und zerknautscht und total kaputt. Pellegrine konnte ihr Glück kaum fassen. So ein alter Schuh, der war das ideale Bett für Odoretta. Ein bisschen Heu rein und fertig, dachte sie. Die Mülltonne war hoch, aber Pellegrine war eine hervorragende Springerin. Vielleicht sogar die beste der Welt. Sie sprang auf die Mülltonne, nahm den Schuh ins Maul und sprang wieder runter, ruckzuck. Und dann guckte sie sich den Schuh an. Er war noch besser, als sie gedacht hatte. Der Schuh war nicht nur toll rot, er stank auch noch. Er stank nach Käsefüßen und alten Socken. Und das waren Odorettas Lieblingsdüfte außer Hundekacke. Pellegrine war richtig glücklich. Aber nicht lange. Als sie nämlich mit dem Schuh gerade zur Scheune zurücklaufen wollte, stand plötzlich ein Strubbelköter vor ihr. Strubbelköter hat jeder schon gesehen. Die rennen durch die Gegend und haben mordsmäßig Spaß, wenn sie Katzen jagen oder auf frisch bepflanzte Blumenbeete pinkeln können. Der Strubbelköter, der jetzt vor Pellegrine stand, war komplett schwarz, von oben bis unten. Sogar seine Augen waren schwarz und er sah total fies aus. Gib mir den Schuh, sagte der Strubbelköter. Du spinnst so, sagte Pellegrine. Der Strubbelköter fletschte die Zähne. Wer schon mal gesehen hat, wie so ein schwarzer Hund vor einem steht und die Zähne fletscht, der vergisst es nicht. Das sieht ganz schrecklich aus. Das sieht aus, als würde man gleich ein Stück aus dem Hintern gebissen bekommen oder aus dem Bein. Total gefährlich sieht das aus. Lass mich in Ruhe, sagte Pellegrine. Sie stellte sich vor den Schuh. Sie hatte keine Angst. Schuh her, sagte der Strubbelköter. Und dann knurrte er auch noch. Es hörte sich an wie Gewitter mit Hagelsturm. Der Strubbelköter machte einen Schritt auf Pellegrine zu. Ich hau dich, sagte Pellegrine. Dem Strubbelköter war das egal. Er blieb nicht stehen.
Er machte noch einen Schritt nach vorne und noch einen. Vielleicht dachte er, Pellegrino würde sich nicht trauen, ihn zu verkloppen. Aber Pustekuchen, Pellegrino war mutig. Pellegrino konnte nicht klitzern, aber so einen dahergelaufenen Köter würde sie jederzeit fertig machen. Mit dir wäre ich jederzeit fertig, schrie sie den Strobelköter an. Und dann tatzte sie ihm eine um die Ohren. Sie tatzte nicht fest, am liebsten hätte sie überhaupt nicht getatzt, weil sie Kloppereien bescheuert fand. Aber das mit dem Strubbelköter, das war Notwehr. Der Strubbelköter jaulte und haute ab. Selbst schuld, dachte Pellegrine. Sie schnappte sich den Schuh und ging nach Hause. Es liefen immer noch überall Menschen herum. Die grauen Wolken hingen jetzt ganz tief über der Erde und es regnete. Pellegrine dachte an den Tag, als Herr Fischer sie rausgeworfen hatte. Da hatte es auch geregnet. Sie war sauer, wenn sie an Herrn Fischer dachte. Wenn ich den mal treffe, murmelte sie, kriegt er was von mir zu hören. Aber heute traf sie Herrn Fischer nicht. Heute fand sie auf dem Weg zur Scheune ein Stück alte Zeitung. Das war Glück. Da konnte sie den Schuh drinnen einwickeln wie ein richtiges Geschenk. Und das tat sie. Als sie in die Scheune kam, wartete Odoretta schon auf sie. Ich habe Käserinde gefunden und ein altes Schulbrot mit Leberwurst drauf, sagte Odoretta. Ich habe auch was gefunden, sagte Pellegrine. Sie schüttelte sich den Regen aus dem Fell und legte das Päckchen mit dem Schuh drin vor Odoretta auf den Boden. Was ist das? Fragte Odoretta. Das ist ein Geschenk, sagte Pellegrine. Warum schenkst du mir was? Fragte Odoretta. Weil du so eine gute Freundin bist, sagte Pellegrine. Odoretta wickelte den Schuh aus dem Zeitungspapier. Das ist das beste Geschenk, sagte sie. Und plötzlich roch sie nach Vanillepudding. Das war bei ihr ein Zeichen dafür, dass es ihr richtig gut ging. Freust du dich? Fragte Pellegrine. Ich freue mich wie ein Loch in den Bauch, sagte Odoretta. Gut, sagte Pellegrine. Dann können wir jetzt essen. Die Leberwurst war nicht schlecht. Die Käserinde war auch nicht schlecht. Unter Pellegrines Stück Käserinde lag ein kleines Päckchen mit Staniolpapier herum. Hey, was ist das? Fragte Pellegrine. Odoretta grinste nur. Pellegrine war gespannt. Noch nie hatte ihr jemand was geschenkt. Sie packte ihr Geschenk aus. Es war ein winzig kleines Stück von einem Spiegel. Das ist sehr schön, sagte Pellegrine. Es ist dafür, dass du ab und zu ein bisschen glitzern kannst, sagte Odoretta. Als Pellegrine abends im Heu lag und neben ihr Odoretta in dem knallroten Schuh und es draußen schon dunkel war, da sagte Pellegrine: Danke, Odoretta. Keine Ursache, murmelte Odoretta. Dann schliefen sie ein. Pellegrine träumte davon, wie glücklich sie war. Und weil Odoretta auch gerade träumte, wie glücklich sie war und dabei immer noch nach Vanillepudding roch, bekam sie das Beste nicht mit. Wenn sie nämlich aus ihrem Schuh herausgeguckt hätte, dann hätte sie etwas Tolles gesehen. Sie hätte gesehen, wie Pellegrine neben ihr nur ganz, ganz kurz glitzerte wie ein Weihnachtsbaum. Und morgen geht's weiter mit Kapitel 3.